Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Elon Huang. Am Montag, den 29. April, am Tag der Erde, hat Covestro Taiwan in einer besonderen Zeremonie eine Vereinbarung über die soziale Verantwortung von Unternehmen und Universitäten mit der Chaoyang University of Technology unterzeichnet. Diese Absichtserklärung wird die Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und der Universität vom Covestro Science Club für hörgeschädigte Kinder in Taichung auf ein Umweltschutzprogramm ausweiten, das Kinder durch ein spezielles Bilderbuch und Geschichtenerzählen anspricht. Der Geschäftsführer von Covestro Taiwan, Dr. Carsten Wildebrand, und der Präsident der Chaoyang Universität, Dr. Zheng Taoming, unterzeichneten die Absichtserklärung im Namen des Unternehmens bzw. der Universität. Die Unterzeichnungszeremonie fand im Deutschen Institut Taipei statt und wurde von Dr. Jörg Polster, Generaldirektor des Deutschen Instituts, und Professor Oliver Su, Leiter des Bildungsministeriums Zentrums für gesellschaftliche Verantwortung von Universitäten, begleitet. Dr. Carsten Wildebrand von Covestro Taiwan erklärte dazu: An honor for me being here today and being part of that MOU ceremony. Es ist eine Ehre für mich, heute hier zu sein und an der Memorandum of Understanding-Zeremonie teilzunehmen. Ja, warum ist das wichtig? Wir als Covestro sind ein globaler Hersteller von polymeren Werkstoffen mit einem hohen Qualitätsanspruch. Und das sollte kein Geheimnis sein. Die meisten von Ihnen wissen wahrscheinlich, dass wir uns im Zusammenhang mit unserer Verantwortung, die mit dieser Art der Verarbeitung und Herstellung von Materialien einhergeht, sehr darauf konzentrieren, in Zukunft klimaneutral zu sein. Was bedeutet das? Was ist unser Ziel? Es ist ein sehr, sehr hartes Ziel. Wir wollen bis zum Jahr 2035 bei den Emissionen der Bereiche 1 und 2 klimaneutral sein. Mehr noch, wissen Sie, der größte Teil der Emissionen von Covestro entfällt nicht auf die Bereiche 1 und 2, sondern 80% der Emissionen entfallen auf den Bereich 3. Bereich 3 bedeutet alles, was nicht aus der Produktion in unseren Produktionsanlagen oder aus der Energie stammt, die wir für den Betrieb dieser Produktion kaufen. Alles andere ist also Bereich 3 vor und nach dem Prozess. Und das sind 80%. Eine große Chance sehen wir darin, die Kreislaufwirtschaft als ganzheitlichen Ansatz voranzutreiben, einschließlich der Materialien und Dienstleistungen, die wir kaufen, und der Materialien und Dienstleistungen, die wir an unsere Kunden weitergeben. In diesem Kontext der Kreislaufwirtschaft ist es noch wichtiger, dies nicht als einzelnes Unternehmen zu tun, sondern in Zusammenarbeit mit vielen anderen hochintelligenten und sehr erfahrenen Personen und Organisationen. Ein wichtiger Teil des Puzzles der Kreislaufwirtschaft ist die Ausbildung unserer jungen Menschen. Und es ist mir eine Ehre, heute hier zu sein und gemeinsam mit Herrn Su die Absichtserklärung zu unterzeichnen, um uns darauf zu konzentrieren, unsere Scope 3 Emissionen im Zusammenhang mit der Förderung der Kreislaufwirtschaft zu reduzieren. Ja, und wir werden uns in den nächsten Jahren auf unsere gemeinsamen Aktivitäten konzentrieren. Wie Sie alle wissen, haben wir mit dem ersten Teil des Geschichtenbuchs begonnen, in dem es darum ging, den jungen Earth Guardians beizubringen, wie sie unsere Ozeane sauber halten können. Dies ist nun das zweite Kapitel, das sich auf den Kreislaufgedanken konzentriert, indem wir das Wissen und die Erfahrung der Universität einbringen, um dieses Wissen an Kinder und Schüler weiterzugeben. Der erste Teil, den wir durchgeführt haben, war ein sehr großer Erfolg. Wir konnten 40.000 Kinder aus 145 Schulen in Taiwan für das Thema Sauberkeit der Ozeane begeistern. Und wir versuchen, basierend auf unseren Erfahrungen, weitere Unternehmen und Einzelpersonen und Organisationen für die Zukunft zu gewinnen, um das Projekt noch effektiver und erfolgreicher zu machen, als es Teil 1 bereits war. Und zwar mit dem zweiten Kapitel, das sich auf die Kreislaufwirtschaft konzentriert. Dr. Carsten Wildebrand wies auch darauf hin, dass die Chaoyang Universität
in den Top 100 des Green Metric World University Rankings gelistet sei. Der andere Unterzeichner der Absichtserklärung, Dr. Zheng Taoming, Präsident der Chaoyang-Universität, ging auf die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit ein. Over the past 2 years, Chaoyang and Covestro have worked on volunteer programs. In den vergangenen 2 Jahren haben Chaoyang und Covestro an freiwilligen Programmen gearbeitet, die benachteiligten Studenten in Taichung zugutekommen. Im Februar haben wir uns zusammengetan, um die Effektivität einer angeleiteten Lektüre von Covestro-Bilderbüchern zur Umwelterziehung zu verbessern. Indem wir uns heute zur Unterzeichnung dieser Vereinbarung versammeln, bekräftigen wir unser gemeinsames Engagement für die Verwirklichung des SDG 17 der globalen Partnerschaft der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung. Sie bedeutet auch einen guten Start für die künftige Bildungs- und Industriezusammenarbeit zwischen Deutschland und Taiwan. Ich danke Dr. Jörg Polster und Dr. Su Yulong, Oliver Su, herzlich dafür, dass Sie uns als Zeugen dieses wichtigen Meilensteins zur Verfügung standen. Chaoyang freut sich auf weitere Initiativen mit Covestro, um eine bessere und nachhaltigere Zukunft für kommende Generationen zu schaffen. Mit dieser Absichtserklärung autorisiert Covestro die Chaoyang-Universität, den zweiten Band des Bilderbuchs Little Earth Guardian von Covestro, das sich auf Kreislaufwirtschaft konzentriert, in ein anschauliches Erzählprogramm zu verwandeln. Dieses soll Kinder ansprechen und ihnen helfen, das Konzept der Kreislaufwirtschaft leicht zu verstehen. Die Studenten der Universität und die Freiwilligen von Covestro Taiwan werden dieses Programm dann in den Grundschulen vorstellen. Darüber hinaus werden Covestro Taiwan und die Chaoyang Universität ihre Partnerschaft im Rahmen des Magic Material School Programms von Covestro fortsetzen, bei dem die Lehrkräfte der Chaoyang Universität Covestro dabei helfen, den Covestro Science Club in einer Schule für Hörgeschädigte in Taichung zu betreiben. Dr. Jörg Polster, Generaldirektor des Deutschen Instituts Taipei, erklärte, warum er diese Absichtserklärung begrüßt. The German Institute is very much in favor of this type of cooperation. Das Deutsche Institut befürwortet diese Art der Zusammenarbeit sehr. Normalerweise haben wir im Laufe der Jahre einen zunehmenden Austausch im akademischen Bereich gesehen, einen Austausch zwischen Universitäten, Schulen und Gymnasien. Und dann natürlich die Bemühungen der Regierung, sowohl von Taiwan als auch von Deutschland und der deutschen Unternehmen hier in Taiwan. Was wir noch nicht so oft gesehen haben, ist eine Interaktion zwischen privaten Unternehmen wie Covestro und den Universitäten. Das ist etwas, was wir gerne mehr fördern würden, weil ich denke, dass dies der Weg in die Zukunft ist, eine Interaktion über verschiedene Bereiche hinweg, sowohl in Deutschland als auch in Taiwan. Und dann gibt es dieses zusätzliche Element, das bereits erwähnt wurde und das ich für uns alle sehr vorteilhaft finde. Wir gehen über die Generationen hinaus. Wir sehen all die Bemühungen, die von Experten in verschiedenen Bereichen, von Fachleuten in den Unternehmen und an den Universitäten ausgehen. Aber wir müssen uns an die nächste Generation wenden, um ihr bewusst zu machen, was wir tun und warum wir es tun, damit wir frühzeitig damit beginnen können, die Dinge zu ändern. Wir alle sind uns der Probleme bewusst, denen wir gegenüberstehen. Aber das muss an die nächste Generation weitergegeben werden. Und ich denke, das ist eine wunderbare Möglichkeit, das zu tun. Und wie wir bereits von Covestro erfahren haben, ist dies möglich, kann es erfolgreich sein. Und so hoffe ich, dass die Unterzeichnung dieser speziellen Absichtserklärung ein ebenso gutes Ergebnis haben wird, wie wir es zuvor gesehen haben. Ich danke Ihnen, dass Sie heute bei uns sind und wünsche Ihnen allen viel Erfolg bei dieser Kampagne. And I wish you all a lot of success with this campaign going on. Thank you very much. Und Oliver Su, Leiter des Bildungsministeriums Zentrums für soziale Verantwortung von Universitäten, wies darauf hin, dass derartige Kooperationen die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Taiwan voranbringen. I'm very honored to attend today's ceremony at the German Institute Taipei.
Ich fühle mich sehr geehrt, an der heutigen Zeremonie im Deutschen Institut Taipei teilzunehmen, bei der die Zhaoyang University of Technology und Covestro eine Absichtserklärung unterzeichnen. Ich bin zuversichtlich, dass diese Partnerschaft zwischen der Zhaoyang University und Covestro beiderseitige Vorteile bringen wird, die zu gemeinsamen Errungenschaften und gesellschaftlichen Werten für Taiwan und Deutschland beitragen werden. Ich danke dem deutschen Vertreter in Taiwan, Herrn Dr. Polster, sehr herzlich. Ihre Unterstützung ist entscheidend für unsere Zusammenarbeit, die die Freundschaft zwischen unseren Nationen bekräftigt und stärkt. Wir freuen uns darauf, unter Ihrem Beistand noch mehr hervorragende Ergebnisse in dieser Zusammenarbeit zu erzielen. Lassen Sie mich noch einmal allen an dieser Kooperation beteiligten Parteien meine aufrichtigen Glückwünsche und meinen Dank aussprechen. Wir freuen uns darauf, im Rahmen dieser Zusammenarbeit eine bessere Zukunft zu schaffen. Ich danke Ihnen allen. Thank you all. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilan Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.